Recht schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Freut mich, dass Sie so früh am Morgen schon hier sich eingefunden haben. Sie sind hier bei T-Mobility. Es ist zwar nicht meine erste Pressekonferenz, da habe ich schon einige hinter mir, aber für T-Mobility ist es die erste. Und diese erste Pressekonferenz erlauben wir uns nach 5 Jahren intensiver Arbeit, so lange existiert die Firma, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht groß etwas ankündigen, sondern wir wollen Realitäten schaffen. Die werden Sie hier heute sehen und erklärt bekommen von allen Experten, die hier hinter uns sind. Vielleicht ein bisschen nochmal zum Hintergrund. Sie haben sicherlich, gerade wenn Sie von den Medien und Presse sind, gestern schon und in den letzten Wochen sowieso unheimlich viel gehört über diese Buzzwords, wie man sie so schön sagt, elektrisch, automatisiert, digital, Transformation und was weiß ich, immer die gleichen Sprüche. Wir wollten Ihnen zeigen, was wirklich in den nächsten Jahren schon, nächsten 2, 3, 4 Jahren in der urbanen Mobilität möglich ist. Diese Dinge, die wir hier sehen, sind im Grunde genommen unsere Antwort auf die, wie soll ich sagen, bessere Nutzung der vorhandenen Verkehrsflächen. Weil in meinen Augen wird es sich nicht lohnen und auch nicht rechnen und auch nicht erfolgreich sein, wenn wir jetzt zusätzlich zu den bestehenden PKWs und Vans noch eine Reihe von Robocabs und sonstigen kleinen Geräten durch die Stadt fahren lassen, die auch nur 3, 4, 5 Personen transportieren oder nur wenige Pakete. Wir müssen hier konzentrieren. Und da haben wir angefangen vor Jahren mit Flottenkunden zu reden, insgesamt 15 Branchenkunden, die alle das gleiche Problem haben. Sie haben eine obere Grenze von 3,5 Tonnen, die eben nur zulässig sind in den Städten. Andererseits wollen sie möglichst emissionsarm oder Zero Emission durch die Gegend kommen. Und sie brauchen, wenn sie schon kleinere Fahrzeuge haben, trotzdem das große Volumen. Und zwar die Paketdienstleister brauchen zum Beispiel ihre 16, 17 Kubikmeter. Die Höhe ist begrenzt, die Länge sollte nicht mehr als 6 Meter sein, damit man auch noch in Parklücken parken kann. Weil ich glaube, das, was wir jeden Tag erleben, dass in irgendeiner Fahrspur wieder so ein Cap-Dienstleister steht, das geht ja nicht so weiter. Das heißt, wir haben hier diese typischen Grenzen eingehalten, 3,5 Tonnen, 6 Meter Länge, 2,10 Meter Breite. Und haben daraus ein Fahrzeug entwickelt. Jetzt möchte ich ein bisschen ausholen und gesagt, okay, woher kam denn diese Idee? Wir haben gesucht nach einem Chassis, in dem alle diese zukünftigen Antriebe auch unterzubringen sind. Also ein richtiges Plattformchassis. Sie sehen es nachher noch bei der Firma Hörmann im Detail. Aber angefangen hat das Ganze 2008. Die Journalisten unter Ihnen, die mich schon länger kennen, wissen, dass wir mal damals den Teamo vorgestellt haben. Da ist dieses sogenannte Boosterchassis schon vorgestellt worden. Wir haben damals aufgezeigt, wie man ein Chassis eigentlich bauen müsste, ein sogenanntes Rolling Chassis, was für sich völlig alle Funktionen beinhaltet. Das ist realisiert worden, das war vielleicht mal wieder zu früh, wie es bei mir so üblich ist. Und deswegen kam das dann plötzlich wieder hoch, als wir eine Anfrage bekamen von der Hansestadt Hamburg. Die wollte nämlich 2013, 2014 sich bewerben für die Olympiade 2024 und hat nach einem Shuttlebus gesucht, der autonom dann durch die Gegend fährt, der natürlich Zero Emission sein sollte, autonom rumfährt und so weiter und so weiter. Das Konzept ist diese Plattform, die Sie dort sehen. Das war damals eine der Plattformen. Wir haben dort drüben noch eine Plattform, die wir zusammen mit Airbus gemacht haben, nämlich diese entsprechende Version in Carbon verstärkt. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit damals mit einigen Entwicklungspartnern gehabt. Nun gut, das Ende kennen Sie. Hamburg hat sich dagegen ausgesprochen. Aber wir waren unheimlich motiviert, um mit uns zusammen eben die ganzen Systemlieferanten und Konzeptentwickler. Kurzum, wir haben weitergemacht. Das Ergebnis sehen Sie hier heute. Das ist bereits der
Prototyp von einer solchen Entwicklung, so wie hier steht. Sie sehen die junge Dame drin, die gerade mit Virtual Reality sich vorstellt, wie dieses Cockpit hier innen drin sich in den Stufen von Level 3 bis Level 5, also vom assistierten, automatisierten Fahren bis hin zum völlig autonomen Fahren verhalten wird. Wir haben hier eine Cockpit-Anordnung, Mittelsitz, Rotationssitz mit einem sehr gesunden Sitz, da kommen wir nachher nochmal dazu. Und ein Cockpit, was sich Stück für Stück reduzieren lässt, bis hin, dass da vorne nur noch eine Lounge drin ist. So, das ist ein bisschen, was hier zu sehen ist. Sie sehen auch viele neue Dinge da, die visualisiert werden können, die Fahrtrichtung anzeigen. Wir haben hier eine Bauweise gewählt. Sie sehen hier die innenliegende Struktur in Carbon. Wir haben Carbon materialgerecht verarbeitet, dass es sehr günstig wird, dass nämlich diese Sicherheitszelle alle Kräfte übernimmt und der Flottenkunde oder der Branchenkunde seine Aufbauvariante selbst wählen kann. Sie sehen hier diese Frontpartie. Wir haben da das Modell vom Bus stehen und, meine Damen und Herren, hinter Ihnen steht eine ganze Delegation aus China. Wir haben auch für den chinesischen Buskonzern und Bahnkonzern CRC bereits eine Variante gemacht, die ein ganz anderes Außendesign hat, aber die gleiche Plattform und die gleiche Struktur verwendet wie von diesem Fahrzeug. So, also so viel zu diesem Thema, was Sie auf den ersten Blick sehen. Da oben laufen zwischendurch die Botschaften, können Sie lesen. Wir haben dann auch Pressematerial für Sie. Hinter dieser ganzen Arbeit stecken unwahrscheinlich engagierte Leute. Ein Teil unseres Teams sehen Sie hier hinter mir, vom Projektleiter Michel Haag, der sich unwahrscheinlich da reingekniet hat und Spaß an der Sache hat. Die vielen anderen Partner und Kollegen, ich werde sie nachher noch mal besonders vorstellen. Dann haben wir natürlich genauso engagierte Mitplayer sozusagen. Unser Platin-Partner, die Firma Hörmann Automotive, haben wir in einem sehr frühen Stadium in dieser Arbeit kennengelernt. Und das hat sich im Laufe der Jahre zu einer super Zusammenarbeit entwickelt. Die Firma Hörmann Automotive, ja, einer der absoluten Hidden Champions in der Automotive-Branche. Leider kennt sie nicht jeder, weil sie machen einfach ihren Job gut und reden nicht viel drüber. Das haben wir zusammen geändert. Herr Dr. Vetter, wo steckt er? Da darf Sie kurz nach vorne bitten. Herr Dr. Vetter ist verantwortlich für diesen neuen Auftritt hier. Wir haben zusammen uns das ausgetüftelt, dass es die Firma Hörmann Automotive wirklich verdient hat, jetzt mal zu zeigen, was sie alles drauf haben. Deswegen stehen da auch ein paar andere Komponenten noch, auf die er nachher extra eingeht. Wir haben dann das vorgesehen, dass sie sich aufteilen auf ihre Interessensgebiete. Ich möchte mal in der Reihenfolge dann weitermachen. Wir haben dort in der Ecke die Firma Wagner. Da sagen Sie, Moment mal, das ist doch kein klassischer Autositzhersteller. Nein, wir sind mit Autositzen auch nicht glücklich geworden. Wir haben hier nämlich die neuesten Erkenntnisse von Büromöbeln ins Spiel gebracht und daraus mit einem Orthopädie-Professor, Grifka, der kommt hier auch in die Talksendung noch am Samstag, der hat uns Hinweise gegeben, was nötig ist, um wirklich gesund zu sitzen, gerade bei Berufskraftfahrern und so weiter. Das ist nochmal eine extra Veranstaltung. Da sehen Sie alle diese Hinweise dazu und Sie können das nachher auch mit den jeweiligen Experten besprechen. Dann kommen wir zu einer weiteren wichtigen anderen Geschichte. Ich sage mir nämlich, werden wir in Zukunft die Stadt unter Strom setzen, also nur noch mit batterieelektrischen Fahrzeugen rumfahren? Ich sage nein. Es gibt andere Lösungen und ich habe vor 3 Jahren, 4 Jahren, wo ich glaube, es war her, habe ich einen der größten Erfinder aus der Motorenszene kennengelernt, der sein Lebenswerk hier heute vorstellt. Wir haben nicht, auch dort nicht viel vorgesagt. Dort sehen Sie einen Prototyp von einem Axialkolbenmotor, der in dieser Kompaktheit, wie Sie ihn sehen, mit 120 kW
wirklich den Elektromotor so viel Konkurrenz macht, weil er in der Gesamtbilanzierung eindeutig besser ist als jeder Elektromotor. Das heißt, wir können in diesem Chassis batterieelektrische Motoren, Fuelzellen, also Brennstoffzellen einbauen. Wir können solche neuen, völlig neuen Motorvarianten mit einer internen kontinuierlichen Verbrennung, Wirkungsgrad doppelt so hoch wie bei den modernsten Verbrennungsmotoren heute, und natürlich auch Erdgas und also CNG-Flaschen, Wasserstoffflaschen, alles in diesem Boden unterbringen. Das ist etwas, was bisher keiner in der Form geschafft hat. Wir haben uns dann auch schon sehr früh mit dieser In-Wheel-Antriebstechnik beschäftigt, jetzt wieder zurück zu Elektroantrieben oder auch Brennstoffzellen. Wir brauchen ja dann einen Antrieb dafür. Wir können natürlich normale Zentralmotoren oder Duomotoren einbauen, Hinterachse am besten. Aber wir haben dort die Firma Schaeffler kennengelernt. Ich kenne den Professor Gutzmeier gut und habe dann mit Herrn Dr. Fischer, Herrn Hecker zu tun bekommen. Die haben hier einen Radnabenantrieb entwickelt, der für die Geschwindigkeit und für die Leistung, die wir in der Stadt brauchen, völlig ausreicht. Sind etwa 70, 80 kW, diese beiden Motoren zusammen. Stimmt's, oder? No? Wichtig ist, Radnabenantriebe, die immer wieder in der Kritik standen bei Pkw-Herstellern, ja, ungefederte Massen und so weiter, geht ja gar nicht. Das ist für diese Art Fahrzeuge überhaupt kein Problem. Und deswegen haben wir das hier auch als Alternative berücksichtigt. Und darüber wird Ihnen dann der Hacker genau das sagen. Technologien ist eine Sache. Wenn dieses Fahrzeug aber nicht anmacht, wie man so schön sagt, also wenn das Fahrzeug nicht emotional etwas auslöst, bei den Passanten, bei den Leuten, die man ja aus dem Auto ein bisschen rauslocken möchte und aus anderen Fahrzeugen, dann läuft das nicht. Und deswegen haben wir uns hier zusammengetan mit zwei großen Designpartnern. Das ist einmal Form 3, der Joachim Bofinger, Geschäftsführer und Inhaber, steht dahinter. Der hat das Exterior Design gemacht. Wir haben auch die Version für CRC. Wir haben dann das Thema Designmanufaktur. Die Herrschaften, ja, Hagen Kober ist gerade dorthin gegangen, die haben das ganze Thema Interior Design gemacht. Wir haben dann die Firma Light&Tech, der Lutz Nerhoff, der hier für die ganze Visualisierung, die Kommunikation am Stand, aber eben auch am Fahrzeug arbeitet. Und da kommen wir nochmal zu einem weiteren Punkt. Fahrzeuge, vor allem wenn sie stehen, sollten genutzt werden als Werbefläche, die man vermarkten kann, die aber interaktiv sein sollte, ansteuerbar je nach Zweck und so weiter. Im Grunde genommen die mobile Litfaßsäule, die gleichzeitig interaktiv ist, weil alle diese Geschäftsmodelle brauchen zusätzliche Einnahmequellen. Und die haben wir dann eben auch ermöglicht durch den Fahrer, der ja dann irgendwann nicht mehr so nötig ist. Er kann sich einfach drehen mit dem gesamten Gestell, das ist eine Sonderkonstruktion, die wir uns einfallen lassen haben, auf kleinsten Raum den Fahrersitz zu drehen, Mittelsitz, Vierpunktgurte und gleichzeitig optimal geschützt in diesem Käfig. Ja, wir machen weiter. Wir haben dann diese Leichtbauecke, alle diese Fahrzeuge sind nicht möglich ohne einen extremen hybriden Leichtbau. Wir haben uns da sehr früh mit absoluten Experten vom CFK Valley in Stade zusammengesetzt und eben dem Kompetenz- und Technologiecenter von Airbus. In diesen Technologien, wir haben hier im Leichtbau BW, Dr. Seliger steht hier auch, diese Plattform genutzt, um mit diesen Experten, die dafür nötig sind, das überhaupt auf die Beine zu stellen. Wir haben also in Carbon-Technologien Ansätze gefunden, die wirtschaftlich realisierbar sind. Wir haben in Aluminiumkonstruktionen eingesetzt. Wir haben auch Magnesium vorgesehen an einigen Stellen. Das beste Material an dem richtigen Ort. Aber nichts geht ohne Stahl. Und da hat uns die Firma Hörmann etwas zu bieten, und zwar das komplette Chassis, was dort steht,
Ich habe gerade noch eins vergessen, Firma Röchling, nicht zu vergessen. Die Firma Röchling hat für dieses Chassis dann diese mittragende Bodenwanne für die Batterie entwickelt, das Batteriesystem auch zusammen ja, mit dem Batteriehersteller. Auf jeden Fall, wir haben hier Lösungen für Sie parat, die in 2 bis 3 Jahren produktionsreif sind. Und das sollte die Botschaft sein für Sie. Und aus dem Grund ja, danke ich erstmal für Ihr Zuhören soweit. Ich danke auch den Partnern ausdrücklich und ganz herzlich für diese super Zusammenarbeit, weil ich bin der Meinung, die Zukunft der Mobilität wird nicht mehr von einzelnen Firmen zu schaffen sein. Man muss sich branchenübergreifend, sozusagen transdisziplinär, zusammentun und die Kräfte bündeln, um schneller das zu realisieren, was eigentlich in unseren Köpfen steckt. Ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, zu den einzelnen Boxen zu gehen, themenorientiert sich zu informieren. Bei uns, unser Team steht hier zur Verfügung, der Thomas Groß, der Veit Fritzenschaft, der Rolf Lübcke, der Gabriel Zalewski, die stehen alle parat für Sie für Fragen. Wenn Sie weitere Fragen an mich haben, gerne. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Von der Seite her bedanke ich mich für Ihre geduldige Zuhörerschaft und freue mich auf Ihre weiteren Fragen und vor allen Dingen, dass Sie über uns auch ja, ganz nett schreiben. Vielen Dank. Applaus